Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Kameraeinstellungen rumgespielt und bin mal gespannt, ob ich jetzt nicht mehr ganz so überbelichtet bin. Wenn ich die Sachen filme, bin ich nämlich immer ganz natürlich, also sieht alles total natürlich aus auf dem Bildschirm. Ich gucke immer darüber, weil da mein Notebook steht und ich mich da selber sehen kann. Wenn ich das aber dann bearbeitet habe oder wenn ich es dann schneide, dann sehe ich immer, dass es irgendwie total überbelichtet aussieht und das ist eigentlich ein bisschen blöde. Deswegen am Weißabgleich habe ich jetzt mal was geändert. Ich bin jetzt extrem blaustich in meinem Bildschirm, doch auf dem Bildschirm zu sehen und bin mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Genug, aber davon erzählt, es soll heute mal um meine Monatsfavoriten im November gehen. November ist ja jetzt extrem schnell wieder rumgegangen und ich dachte mir, weil ich bisher noch keinen so Favoritenvideo gemacht habe, mache ich euch einfach mal ein Monatsfavoritenvideo. Ich denke aber nicht, dass ich das jetzt regelmäßig... Oh, ich habe ein ganz rotes Ohr. Cool. Ich denke aber nicht, dass ich das regelmäßig machen werde, weil einfach ich viele Sachen jeden Monat wieder verwende und das wird dann einfach langweilig. Gut. Dann fangen wir an mit dem Gesicht. Mit Concealer. Ich habe diesen Monat zwei Concealer ganz häufig probiert, getragen und verwendet. Einmal den Catrice Retouch Light Reflecting Concealer in der Farbe 010 Ivory. Ich habe ihn benutzt, weil er ganz okay ist. Er ist nicht so gut. Ich hatte ja gehofft, dass es eine günstigere Variante zu meinem L'Oreal Touche Magique ist. Aber ist er leider nicht. Die Farbe ist mir auch zu hell. Dafür kann der Concealer nichts, sondern ich. Aber so auch von der Deckkraft her finde ich ihn halt nicht besonders. Ich habe dann doch teilweise extrem starke Augenringe. Ich habe ihn trotzdem verwendet, weil gesagt, er muss leer werden und finde ihn aber eigentlich ganz gut. Also, sonst wäre er ja auch nicht im Favoritenvideo, ne? Wenn ich ihn schlecht finde. Er könnte aber besser sein. Mithalten kann er auf keinen Fall mit diesem Concealer-Schätzchen her. Ja, das ist Concealer. Und zwar ist das die Concealer-Palette von Zoeva. So sieht das Schätzchen hier aus. Verwendet habe ich immer die beiden mittleren Töne hier. Die sind super cremig, von der Deckkraft her extrem stark. Ich habe die Palette auch jetzt schon seit anderthalb Jahren, es ist noch ziemlich viel drin. Und die sind noch genauso cremig, wie zu dem Zeitpunkt, als ich sie neu gekauft habe. Von Gesicht Concealer gehen wir jetzt zum Foundation über. Meine Lieblingsfoundation diesen Monat war die Revlon Colorstay Foundation für Normal to Dry Skin in der Farbe 110 Ivory. Mit meiner trockenen Haut habe ich immer so Probleme mit Foundations, weil die immer sich so absetzen oder weil sie immer hier so Schüppchen bilden und nicht genug Feuchtigkeit spenden. Das ist bei der hier perfekt. Sie ist mir ein bisschen zu hell. Ich hatte, als Revlon noch in Deutschland erhältlich war, die Farbe 150, Buff ist es, glaube ich. Auf jeden Fall die hellste Farbe, die es in Deutschland gab, mal getestet auf dem Handrücken und so. Und die war ich der Meinung, dass sie mir gepasst hätte. Allerdings ist sie so nachgedunkelt, dass ich Angst davor hatte, sie dann mal zu testen für den Preis. Und hatte mir sie jetzt in der helleren Variante gekauft, vor allem, weil ich sie damals im Sommer geswatcht habe und wir jetzt Winter haben und ist mir eh helle. Und ich habe das Gefühl, ich stolper gerade über meine eigene Zunge, weil ich so schnell rede. Gut. Wie gesagt, sie ist ein wenig zu hell, allerdings ansonsten, glaube ich, perfekt und ich werde mir die als erste Foundation vermutlich nachkaufen. Da sie zu hell ist, kam diesen Monat ein anderes Schätzchen, was lange jetzt in meinem Schrank drin lag, mal wieder zum Einsatz und zwar das hier, das Mineral Compact Powder von Catrice aus dem alten Sortiment noch in der Farbe 120 Pastel Beige. Wie ihr sehen könnt, ich habe es auch mittlerweile gut benutzt. Die Farbe ist mir ein kleines bisschen zu dunkel. Also eigentlich passt sie ganz gut, da aber viele der Foundations, die ich normal kaufe, immer etwas zu dunkel für mich sind, obwohl ich schon die hellste Farbe habe, mit nochmal etwas zu dunklen Puder drüber. No go. Und aber dafür, dass die zu hell ist, passt es ganz gut. Also sieht dann perfekt aus. Dann kommen wir zu den Wangen. Fangen wir an mit diesem Schnucki hier. Mein absoluter Liebling von NYX, der Blush in der Farbe Taupe. Es ist so ein mattes Braun und super geeignet zum Konturieren. Benutze ich immer, wenn ich konturiere.
Mein Lieblings-Rouge diesen Monat war dieses hier von P2 aus der Feel Good Mineral Reihe in der Farbe 020 Sweet Rose. Sehr sanft, ganz toll zu dosieren, ist nicht so stark von der Deckkraft her, aber eigentlich perfekt für den Alltag. Und die Farbe ist eigentlich so die Farbe, die ich auch habe, wenn ich von Natur aus erröte. Und daher sehr toll natürlich. Als Highlighter habe ich diesen Monat ganz häufig verwendet und mal seit langem wieder aus meinem Schrank rausgekramt. Von P2 aus der letzten Weihnachts-LA Snow Glam, den Highlighter, der da drin war. Und das ist so ein silberner Highlighter. Also wenn man den swatcht, sehr recht silbrig. Goldene Highlighter stehen mir nicht so, weil ich ja jetzt ein kalter Hauttyp bin. Und ja, sieht immer so ein bisschen komisch aus. Also im Sommer geht's, wenn ich auch noch ein bisschen bräunliches Rouge drauf habe, aber im Winter No-Go. Die Sachen, auch jetzt die Lidschatten, die ich euch jetzt zeige, werde ich euch geswatcht mit Bildern entweder irgendwie zwischendrin einbauen, dann habt ihr sie ja vielleicht schon gesehen, oder am Schluss einbauen und auf dem Blog posten, weil einfach, wenn ich das euch jetzt hier swatch, seht ihr es eh nicht so gut und da die Kamera keinen Autofokus hat, funktioniert das auch nicht. Dann kommen wir zu den Augen. Mein Lieblings-Augenbrauenprodukt war der Eyebrow Stylist von Catrice. Habe ich relativ neu, Anfang November oder so gekauft oder Ende Oktober oder irgendwann. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich den eigentlich den ganzen November über verwendet, seit ich ihn habe. Und ich finde ihn einfach toll. Das ist der beste Augenbrauenstift, den ich bisher verwendet habe. Wobei ich jetzt so viel teure noch nicht ausprobiert habe. Aber von der Farbe her ist er einfach super. Also die ich mir mal so zusammengeguckt habe, ist der hier der beste. Und hat auch so ein tolles Bürstchen hinten dran. Also ein Kamm, mit dem könnt ihr eure Augenbrauen direkt kämmen. An Lidschatten habe ich diesen Monat am häufigsten Handy von Catrice Heidi Plum verwendet in der matten Variante, in der alten Variante. Angeblich haben sie jetzt angefangen umzustellen. Bei mir gibt es immer noch nicht den neuen, den ich auch gerne hätte. Deswegen müsst ihr mal gucken, wenn ihr den noch kriegen wollt, ob ihr den noch kriegt. Ich kann es euch definitiv nicht versprechen. Und er ist kaputt. Verdammt! Na gut. Da ich ihn aber eh nicht rumschlipp. Egal. Und von The Body Needs habe ich das Pigment benutzt in der Farbe Koi. Das ist so ein schimmerndes Rosa. Meine Lieblingspalette, also kann man eigentlich nicht sagen Lieblingspalette, sondern die Lidschatten, die ich auch am meisten benutzt habe, sind aus einer Palette. Und zwar meine allerliebste Lieblingspalette. Das ist von NYX die Champagne & Caviar Palette. Wahrscheinlich habt ihr die auch schon oft genug gesehen. Wie ihr sehen könnt, ist mein Spiegel sehr, sehr dreckig. Kamera. Auf jeden Fall wunderschöne natürliche Farben. Teilweise matt, teilweise schimmernd. Und in einer super praktischen Reisegröße mit sogar relativ großem Spiegel, wie ihr gerade sehen konntet. Und super geeignet, wenn ihr mal unterwegs seid. Und damit könnt ihr sehr natürliche, aber auch, weil schwarz und dunkel dabei ist, sehr dramatische Looks schminken. Und dann als vorletzten Punkt, wie ich mir fast gedacht habe, als ich sie bestellt habe, meine neue Lieblings-große Palette, sozusagen von der Champagne & Caviar, der große Bruder, mit mehr Auswahl, von Zoeva die Nude Palette. Das ist die normale Nude Palette. Ganz toll, finde ich super schön. Seitdem ich sie habe, habe ich sie bis auf einen Tag, glaube ich, immer verwendet. Ganz toll. Ich werde auch bestimmt Tutorials damit machen. Und als allerletztes mein allerliebstes Lieblingsprodukt. Ich habe viel Geld ausgegeben, was ich ja die perfekte gefunden habe. Und zwar spreche ich von Mascara. Und meine Lieblingsmascara ist die Max Factor 4 Lash Effect Waterproof Mascara. Das ist die mit dem Riesenbürstchen. Und das ist die einzige, bei der ich wirklich zufrieden bin, wie meine Wimpern danach aussehen. Sie sind geschwungen, sie sind getrennt, sie sind definiert, sie sind voluminös und sie halten sehr, sehr lange. Und von daher für mich absolut mein Top-Produkt. Ich habe leider den Eindruck, dass sie irgendwie relativ schnell leer geht oder austrocknet. Na gut. Lieblingslippenstift habe ich jetzt leider nicht da. Ich kann aber euch noch kurz erwähnen, und zwar ist das von L'Oreal aus der Coloriage-Reihe die Farbe 235, glaube ich, Nude. Und
Ich werde ihn euch geswatcht hinten mit dranhängen oder mit den Bildern mit dranhängen. Ich habe ihn jetzt nicht hier, er ist irgendwo in meiner Handtasche oder so. Und ja. Dann wären wir durch mit den Monatsfavoriten. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht mit den umgestellten Lichtverhältnissen. Und freue mich, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und danke euch vielmals fürs Zuschauen. Tschüss!